15.000. Immer noch zu viel. Ich gebe dir 10.000, nicht mehr. Meinetwegen 11.000 und Treibstoffkosten. Ansonsten bringe ich Ava meinem Auftraggeber und nicht euch. Wir sind jetzt deine Auftraggeber. Commander Fraser wird dir sofort 4.000 als Vorschuss überweisen. Der Rest kommt, wenn du deinen Auftrag erfüllt hast. Du fliegst mit uns. Dann hast du keine Treibstoffkosten. Meinetwegen. Sobald Ava den Hyperraum verlässt, kann ich ihn hiermit orten. Ich werde euch die Position verraten und wir alle drei fliegen dorthin. Das war der Plan. Jetzt heißt es warten. Das kannst du laut sagen. Wie läuft es denn so im Imperium? Denkst du, ich verrate dir das? Nein, wollte nur fragen. Wie geht es deinen Freunden? Leo und Zira hießen sie, glaube ich. Denen ging es gut, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen, seit ich nicht mehr in der Republik bin. Wieso wurdest du eigentlich rausgeworfen? Ich hatte engen Kontakt zu Luke Skywalker. Dem Helden der Rebellion? Was ist für euch denn daran so schlimm? Du weißt, was über die Jedi in den Geschichtsbüchern steht. Außerdem soll Luke gewisse Verbindungen zum Imperium gehabt haben. Davon würde ich wissen. Wie auch immer, das ist jetzt vorbei. Was hattest du mit ihm denn zu tun? Er hat mir einiges beigebracht. Kann nur ein wenig mit dem Lichtschwert umgehen. Ja, zu sowas sollte man unbedingt fähig sein, bevor man eines in die Hand nimmt. Sehr lustig. Ich hole mal schnell meine Sachen aus meinem Schiff. Hör zu, ich traue Tech nicht. Er gibt keinen besonders guten Kopfgeldjäger ab. Was machen wir mit ihm? Wir können erstmal jede Hilfe Vorsicht, gebrauchen. Vorsicht, da kommt er wieder. So, bin bereit. Ich habe auch die Koordinaten eures Deserteurs. Nichts wie hinterher. Sie haben mich gerufen. Was ist los? Zwei Sachen. Schießen Sie los. Ein Schiff nähert sich uns. Ein kleiner Jäger, aber stark bewaffnet. Machen Sie, was Sie am besten können. Holen Sie das Teil vom Himmel. Und was noch? Der Flottenadmiral wartet in der Leitung auf Sie. Verbinden Sie mich mit ihm. Flottenadmiral, was ist los? Sie sind aufgeflogen. Bitte was? Die Republik hat ihre Basis ausgemacht. Ein Dutzend großer Schlachtschiffe ist auf dem Weg zu Ihnen. Was sollen wir jetzt machen? Wie viele Männer haben Sie nochmal? 50? Gerade so. Dann ziehen Sie sich zurück. Ich werde Sie in unserem Hauptstützpunkt erwarten. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Evakuieren Sie die gesamte Basis. Und denken Sie daran, alle Daten zu löschen, die auf unseren Hauptrechner sind. Die Basis scheint vollkommen leer zu sein. Dann sollten wir uns beeilen. Falls der Deserteur schon hier ist, kann er mit Leichtigkeit an die Daten kommen. Und du weißt, wo der Hauptrechner ist? Natürlich. Und noch eine Sache. Töte ihn bitte nicht. Ich will ihn lebendig mitnehmen, damit er gerecht bestraft werden kann. Komm, jetzt müssen wir aber los. Wir sind nicht allein auf der Jagd. Das übernehme ich. Du solltest nicht allein gehen. Und ich sollte nicht allein bleiben. Toll, eine Abstellkammer. Achtung, Granate! Was? Thank you.
Wir müssen weg. Cole, wir müssen weg. Was ist mit Fraser? Dem können wir auch nicht mehr helfen. Komm schon. Okay. Und du weißt noch immer, wo der Hauptrechner ist? Ja, dort links um die Ecke, der erste Raum. Vielen Dank. So komme ich allein weiter. Was? Ich habe mich gefragt, wer wohl zuerst hier ankommen wird. Ich habe die Daten. Mit denen werde ich jetzt nach Chandilla fliegen und sie der Republik ganz einfach geben. Du musst mich nicht gefangen nehmen. Es geht hier nicht um die Republik. Und was bitte dann? Um mich. Du hast Sigur getötet. Sie war mir im Weg. Du wirst dafür bezahlen. Keine weitere Bewegung. Wer? Und keinen weiteren Laut. Ich erledige ihn. Wenn du raus willst, musst du an mir vorbei. Eva. Antworte. Was hast du getan? Es entwischt. Sei bloß ruhig. Ruhig? Ruhig, sagst du? Ich hätte sterben können. Und Fraser... Wieso wollte die vom Imperium uns aufhalten? Wer war sie und warum war sie hinter uns her? Du und dein Imperium... Sie hat nichts mit dem Imperium zu tun gehabt. Aber du scheinst noch mit der Republik zu tun zu haben. Was? Haben wir euch endlich alle versammelt.